but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding it away. Come on, come on. Hallöchen Facebook-Community, es ist ein schwerer, trauriger Tag, weil wir lassen erstmal diese blaue Kiste, die bald nicht mehr auf meiner Let's Play-Seite sein wird, erstmal durch das ranzige Ziel fahren. So, da haben wir es geschafft. Das dritte Gameplay von Need for Speed Shift ist das letzte auf meiner Seite. Es wird so sein, dass ab Folge 4
ihr diese ordentlichen, geilen, vollkommen krassen Gameplays auf Let's Plays 2 abrufen könnt. Verantwortlicher für die Gameplays wird in Zukunft dann der Seth sein, den ich auch heute noch bei mir habe. Nee, trotzdem immer noch. Grüß dich erstmal. Hallo. Ja, er wird das Ding übernehmen. Er wird die Sexies steuern. Er wird dafür sorgen, dass wir hier keine Präzision mehr haben. Er wird voll auf Aggression fahren. Er ist dabei und ja, Leute, die Seite wurde vor 2 Tagen erstellt. Auf Facebook. Abrufbar auf jeden Fall auf dem Seth seiner Hauptseite. Er wird aber natürlich auch genug Zeug posten, wo ihr den Link zu der Seite finden werdet. Und er. Darfst du schon verraten, welchen Spiel du überhaupt anfängst? Hast du sowieso schon verraten? Darfst du. Du bist einer. Geht los, Leute, mit Need for Speed Most Wanted. Unser Lieblingsspiel. Seth wird erstmal am Anfang alleine anfangen. Ja. Und dann mich zu bestimmten Special-Rennen, Bullenverfolgungen. Bestimmt mich mit einladen. Auf jeden Fall mit einladen, weil solche Verfolgungen müssen wir zusammen kommentieren, weil es einfach lustig werden wird, kann, muss, weil es soll ja Unterhaltung sein. Und ja, neben denen ist dann auf jeden Fall, wie gesagt, ab Folge 4, die Gameplays von Need for Speed Shift mit dabei. Und was dann noch kommt, das bleibt auch noch geheim. Geheimnis für immer. Geheimnis für immer. Also wenn ihr dann das Spiel seht, wenn es dann hochgeladen ist, ist trotzdem noch ein Geheimnis. Ich hab's gar nicht gesehen. Und ja, kurz noch was zum Gameplay von Folge 3. Wir sind da ein bisschen durcheinander gekommen mit den Rennen, die wir gefahren haben. Weil ich glaube, da war. Was war genau das Problem, Seth? Was wir hatten? Dass die letzte Runde nicht von mir war, die gefahren ist. Sozusagen ist er seine Strecke gefahren, dann die Wiederholung dazu, dann die nächste und die vierte, die ihr dann darauf seht, bin ich gefahren. Das nochmal dazu zu dieser Folge. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Es wird euch, wie gesagt, ihr habt bei Let's Plays, habe ich schon als Eilmeldung gepostet, es wird noch was kommen. Aber ohne verraten, das würde dann genaueres, würde dann bestimmt von der Person im nächsten Monat, so kurz vor Weihnachten, dass wir euch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk mit dahin geben. Was dann näher dazu kommt, wird dann bestimmt erst nächstes Jahr kommen. Also erwartet für dieses Jahr nicht mehr so viel, weil es steht Weihnachten vor der Tür. Wir haben dann alle zu tun. Wir sind bei unseren Angehörigen, Liebsten, wir das auch immer unterlegen wollt. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Boah, Gottes Willen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis hier das Endlied dann auch eintrifft. Also wie gesagt, diese Folge wird aufhören mit einem Endlied und ja, wie ihr das findet und so, kann ich immer nur wiederholen. Schreibt es in die Kommentare, was wir halt noch verbessern können. Wie immer natürlich, ihr wisst's. Und hast du noch was zu sagen? Für deine Seite vielleicht Bewerbung machen, zack, hey. Zack, zack. Hau was raus. Hab nichts zu sagen. Nichts zu sagen? Nee. Er will gar nichts verraten. Das ist die geheimnisvollste Person, die ich hier neben mir sitzen hab. Da müssen sie dann schnüffeln können. Also ihr sollt auf der Seite schon euch nicht Schneid ziehen oder sowas, ne? Das ist schon mal klar. Weil da kriegt ihr sowieso nicht mal die Gameplays mit. Die nur in der Ecke rumhängen. Da hat total sinnlos, wenn ich jetzt alles schon voraussagen würde. Ja, nee, das. Ja gut, okay, hast du auch wieder recht. Aber sonst schon wieder noch was zur Need for Speed rein geworden. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Need for Speed. Das eine hat man geklärt mit Kriterien, dass wir scheiße finden. Dass doch EA hätte lieber bei seinem Need for Speed bleiben sollen, aber ja. Gut, das ist nun mal so, kann man nichts mehr dran ändern. Und ja, ach so, genau, da ja die Gameplays vom eigentlichen Rennspiel Need for Speed Shift dann auf dem Seth seine Seite wandern, wollte ich euch nur mitteilen, dass bei mir Let's Plays dann das pure Gedönse, Geballere abgehen wird, weil ich das komplette Ego-Shooter-Genre übernehme, Leute. Ha! Zack! Am Arsch! Banzai! Ja, Banzai auch, mit alles dabei. So. Ja, wie gesagt, das gesamte Ego-Shooter, ich kann euch, das muss ich euch auf jeden Fall sehen, das bleibt kein Geheimnis, ihr müsst das Ego-Shooter in das Genre wandelt, auch mit das Game Far Cry 3.
worauf ich mich sehr, sehr freue, weil das könnte wirklich der totale Hammer auf der Let's Play werden. Das sprengt die Speichergrenzen von Facebook. Die sind schon dabei, wie ich irgendwie auf ihren privaten Firmenserver gehackt habe, dass sie sich schon dabei sind, neue Speicherclips zu besorgen. Müssten um sie ungefähr 1 Million sein. Und ja, weil ich wäre dann nicht mehr fertig, Leute. Far Cry 3, es geht los. Ihr habt bestimmt schon selber Trailer gesehen. Wenn, auf jeden Fall kommt von mir auch noch mal ein Gameplay-Trailer und ein allgemeiner Trailer zum Spiel, wo ihr euch mal ein Bild verschaffen könnt. Das ist da auf jeden Fall, wir rocken den Dschungel. Scheiß auf Sonnenschirme und sonst irgendwelche Liegestühle. Wir nehmen auf jeden Fall ein paar AKs mit. Wir werden Doppelpistolen mitnehmen, wir werden hier Messer mitnehmen, wir werden hier total durchrocken. So, das dazu. Ego-Shooter-Reihe, MW3 gehört natürlich auch dazu, da wird auch noch was kommen. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass also alles das Neue ist, bestimmt erst im neuen Jahr. Also wie gesagt, erhofft euch nicht mehr so viel. Seid zufrieden mit dem, was kommt. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ein paar Sekündchen sind noch, bis das nächste Lied anfängt. Und wollte auf diesem Weg auf jeden Fall Seth nochmal viel Glück wünschen für seine Seite. Auf jeden Fall. No. Wie gesagt, wenn er Hilfe braucht, ich bin auch da. Ich bin präsent, bin auch vorhanden. Und ja, Apple telefoniere, dann werden wir das schon zusammen hinkriegen. Die Aufnahme mit dem Programm kann er jetzt auch starten. Da haben wir auch ein kleines paar Probleme. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir melden uns ab. Viel Spaß auf Let's Plays 2 übrigens bei den Races. Und Seth. Tschüss. Genau, das wollten wir hören. Bis denn dann.